Hallo und willkommen. Ich bin Christian Allner und grüße aus dem wunderschönen Hall an der Saale, wo unser Startup der Seminar sein Hauptquartier hat. Und heute melde ich mich mal nicht mit Nachrichten zu unserem Unternehmen oder zu unseren tollen Plattformen, sondern mit, ich will es nicht überkrass klingen, aber durchaus einem Bedrohungsszenario. Denn ähnlich wie 2014 Okay, fast die auf einem Panoramafreiheit abgeschafft worden wäre und im auch letzten wieder Jahr ja kulturell leider das belastet. Thema Urheberrecht von der Europäischen Union sehr stiefmütterlich behandelt wurde, haben wir ein neues Problem. Nämlich ganz konkret haben die Regierungen der Europäischen Union vor, sichere Kommunikation abzuschaffen. Da würde ich mal einen kleinen Blick mit reinwerfen wollen. Zum einen, ganz, ganz wichtiger Hinweis, wir leben in einer Demokratie. Das heißt, es ist eine Sache des Volkes. Alle sind daran beteiligt. Wir müssen uns zusammen engagieren. Es gibt eine Webseite auf der Europäischen Union, also genau gesagt auf der Webseite des Europäischen Parlaments, Link folgt noch, wo ihr euch alle an eure EU-Abgeordneten wenden könnt. Und da würde ich auch wirklich darum bitten, macht das. Die Zeit drängt in dem Fall leider wirklich. Denn, da würde ich mal kurz wechseln zu Heise Online. Dort ist am 9. November ein Beitrag veröffentlicht worden, wo es darum ging, dass halt eben die EU-Regierungen im Zuge unter anderem des Wiener Terroranschlags halt eben planen, Behörden mehr Kontrolle zu geben. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Dienste wie, sei es WhatsApp, Cisco Webex, Zoom, der Seminar Campus und andere Dienste, die halt im Bereich von, sei es Homeoffice oder Videokonferenzen tätig sind, dass die einen Generalschlüssel den staatlichen Behörden geben sollen. Und das widerspricht vielen, vielen, wirklich sehr vielen grundlegenden Rechten und Freiheiten, unter anderem dem deutschen Grundgesetz, dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das ist unser Datenschutzgrundrecht in Deutschland. Und auch der EU-Grundrechtecharta. Also die EU hat mehr oder weniger vor, ihre eigenen Grundrechte irgendwo ein bisschen abzuschaffen. Und da kann ich diesen Beitrag bei Heise Online einfach empfehlen. Also der Titel wäre EU-Regierungen planen Verbot sicherer Verschlüsselung. Und auch eben, wie gesagt, diese Website-Übersicht, wo man die Mitglieder des Europaparlaments, insgesamt 705 in der Zahl, und da halt eben auch verschiedene in Deutschland, halt eben kontaktieren kann. Ich würde selbst noch kurz suchen. Also in Deutschland haben wir 96 Mitglieder und da kann ich mir dann eben auch die Liste anzeigen lassen und finde dann halt eben heraus, welche meine sind. Da gibt es entsprechende Übersichten, wo man dann auch noch runtergehen kann, bis halt zum Beispiel auf die entsprechenden Wahlbezirke. In dem Fall haben wir Land, politische Gremien, Fraktionen und so weiter. Schaut es euch mal an, kontaktiert die Leute. Die meisten von denen meinen es ja auch noch nicht mal im Negativen. Das sind ganz normale Parlamentarier, das sind Menschen wie du und ich. Und viele sind auch gegen diesen Beschluss, gegen diese Planung. Aber wir müssen halt eben Radau machen, wir müssen Krach machen. Die Zeit ist auch nämlich wirklich sehr, sehr knapp bemessen. Denn konkret bis Donnerstag, also morgen, der 12. November, will man sich halt eben abgesprochen haben, um halt diesen Beschluss irgendwo durchzudrücken auf staatlicher Seite. Deswegen ganz, ganz wichtig, hier nochmal der Link. Klicken, die Leute kontaktieren, höflich bleiben, aber bestimmt sein, dass wir als Bevölkerung das nicht wollen. Denn das ist ein grundlegender Eingriff in die Rechte und Freiheiten. Wozu haben wir mit dem besten Datenschutz auf der Welt, wenn der im Grunde ausgehebelt wird, im Namen der angeblichen Sicherheit? Denn es ist nachgewiesen, dass keine Sicherheits- oder Kontrollüberwachungsmaßnahme eines Staates oder von sonst wem jemals Anschläge oder Gefahren verhindert hat. Es ist ein direkter Handel, unsere Freiheit gegen vermeintliche Sicherheit. Es ist eure Entscheidung, es ist jetzt meine Meinung, die ich jetzt hier einfach nur kundtue. Aber es ist eure und unsere Entscheidung, dafür zu sorgen, in welchem Land wir am Ende leben wollen. Okay, etwas schwer zum Abschluss, aber mein Name ist Christian, ihr seid bei der Seminar und wir hören uns bald wieder, hoffentlich dann mit schöneren und besseren Nachrichten.